Uwe, gib mal ein bisschen Gas, ich habe echt Kohldampf. Ganz ruhig, kommt gleich. Ist doch gerade erst gefrühstückt. Ich glaube, das ist 3 Stunden her. Ich brauche ein bisschen Benzin im Tank. Ja, okay, okay. Ja, guck mal, hier ist doch schon alles da. Super, danke. Okay. Das sieht jetzt wohl besser aus. Oh, kann eine Wurst glücklich machen. Naja, ich weiß nicht. Ja, und wie soll ich die jetzt essen? Mit den Fingern, oder? Jesus Maria. Bitte schön. Danke sehr. Oh, yes. Philipp, guck mal, die Frau da. Ich geb doch gleich um. Ach du Scheiße. Hey, alles okay? Das ist doch nicht möglich. Was ist nicht möglich? Ich hab gerade einen Toten gesehen. Was haben Sie gesehen, einen Toten? Das ist ins Taxi. Hey, bleiben Sie bei uns. Hey, hallo. Hallo. Hey, hallo. Hallo, hören Sie mich? Hallo? Ich hole eine RTW. Hallo, hören Sie mich? Super. Ich danke euch. Bis dann. Tschüss. Also Carina, Jan und ihrem ungeborenen Kind geht's soweit gut. Mhm. Sie ist aus dem Krankenhaus raus und auf dem Weg zur Arbeit. Gut. Und bringt mich doch erstmal auf Stand. Also, diese Frau will einen Toten gesehen haben. Ja, ganz genau. Carina, Jan hat heute ausgesagt, diesen Mann, Gero Zwick, gesehen zu haben, wie er in ein Taxi gestiegen ist. Der ist allerdings vor 6 Monaten in die eiskalte Isar gesprungen. Seine Leiche wurde zwar nie gefunden, aber die Überlebenschancen bei so einem Sprung ins eiskalte Wasser und bei der starken Strömung liegen bei 0. Also man ging davon aus, dass er ertrunken ist. Und jetzt wird's interessant. Er hat nämlich ausgesagt, kurz vorher diesen Mann, Louis Schindler, umgebracht zu haben. Er wiederum war der Lebenspartner der Schwangeren. Wie war das damals noch? Gab es Zeugen für den Sprung in die Isar? Ja, gab es. Die Streife, die vor Ort eingetroffen ist, aber die konnten den Zwick nicht daran hindern zu springen. Ja, aber schon seltsam, dass die Leiche nie gefunden wurde. Naja, aufgrund von heftigen Regenfällen war die Strömung damals relativ stark. Es wurde zwar ein Schuh und ein Portemonnaie von ihm gefunden, aber das war's schon. Ja, und warum hat der Zwick jetzt den Schindler umgebracht? Naja, Gero Zwick und Louis Schindler waren Geschäftspartner. Die hatten wohl öfter Stress wegen der Firma. Der Zwick hat den Schindler erschlagen und hat die Tat dann per Telefon zugegeben. Am Tatort wurden auch Fingerabdrücke und, danke, bitte, Haare vom Zwick gefunden. Und das hier ist Martin Brunner, auch Geschäftspartner. Der Dritte im Bunde sozusagen. Das heißt, der leitet die Firma jetzt alleine? Genau, so ein Startup-Unternehmen, eine Dating-App. Heartbeats ist was für Philipp. Ja, und er hat ausgesagt, dass die beiden wohl öfter Stress hatten. Und jetzt kommt das Besondere. Carina Jahn war nämlich heute in der Nähe der Firma, als sie diesen Untoten gesehen haben will. Was für ein Zufall. Ich habe übrigens die Aufnahmen der Verkehrsüberwachung aus der Nähe der Firma schon angefordert. Ah, das hast du sehr gut gemacht, Philipp. Ich habe nichts anderes erwartet. Okay. Dann check doch jetzt mal den dritten Geschäftspartner. Lass dir mal genau erklären, was damals los war, ja? Okay. Und ich fahre zum Arbeitsplatz von Frau Jahn. Die arbeitet in so einem Jugendzentrum im Hasenberge. Ja, was stimmt denn nicht mit dir, Kollege? Gar nichts. Ich habe einfach nur Hunger. Komm, ich verspreche dir, wir fahren wieder zu deinem Lieblingsimbiss. Oh Mann, Philipp, ich habe echt so einen Kohldampf. Ich will echt eine Megaportion haben. Megaportion, mega. Ich laber dich, hey, so dumm an, wie ich will. Was für das jetzt? Hey, hallo! Ja, ist gut. Frau Jahn? Ach, hallo, Herr... Ritter. Hallo. Hallo. Doch einfach mal deine Fresse, Mann. Einen Moment, Entschuldigung. Ritter. Ihr hört jetzt auf mit dem Scheiß. Gut, Chef. Ja, Mann. Vielen Dank nochmal für heute. Ja, klar, selbstverständlich. Aber Sie arbeiten schon wieder? Ich meine, es ist ziemlich stressig hier. Nehmen Sie doch ein paar Tage frei. Nee, uns geht's gut. Ich war im Krankenhaus und habe alles durchchecken lassen. Und ich habe total überreagiert. Das ist mir auch etwas unangenehm. Brauchst du nicht. Ich meine, immerhin haben Sie gedacht, den Mörder Ihres Freundes gesehen zu haben. Ich bin mir wirklich nicht mehr so sicher, ob Gero das war, der da ins Taxi gestiegen ist. Das klang heute Mittag aber noch ganz anders. Ja, ich war so im Stress. Es ist alles so ein bisschen anstrengend mit der Schwangerschaft. Und ich meine, Sie sehen ja hier und vielleicht sehe ich auch schon Gespenster. Aber Gero ist doch tot. Er ist in die Isar gesprungen, nachdem er... Ja, das wissen Sie ja sicherlich.
Eine Horrorgeschichte. Schon ein merkwürdiger Zufall, dass er ausgerechnet hier in der Nähe der Firma gesehen wurde, oder? Keine Ahnung. Und dann wurde er noch ausgerechnet von Carina Jahn, der Freundin des Mordopfers, gesehen. Schon seltsam. Ist schon seltsam, oder? Ja, Carina. Es war kein Zufall, dass sie in der Nähe der Firma war. Wir waren zum Essen verabredet. Außerdem ist sie hochschwanger und mega empfindlich. Wahrscheinlich hat sie noch fantasiert. Sie wollte also zu Ihnen. Ich wollte eigentlich zu Martin Brunner, das ist der Geschäftspartner von Luis gewesen. Sie beiden sind befreundet? Ja, das hat uns schon ziemlich zusammengeschweißt damals. Aber dann sind Sie beiden ja wirklich relativ eng befreundet, richtig? Naja, eng, also ganz normal. Wir konnten es halt beide nicht glauben, dass Gero Luis umgebracht haben soll. Das klingt ja schon fast persönlich. Ich meine, immerhin hat der Zwick ja den Vater ihres ungeborenen Kindes umgebracht, oder? Gero wusste ja gar nichts von dem Baby. Also das war schon alles ziemlich schlimm damals. Aber es ist so unverständlich, weil Gero eigentlich so ein besonderer Mensch ist. Aber ich weiß auch nicht, was bei dem Streit passiert ist. Wer weiß. Wahrscheinlich ist Gero durchgedreht. Er war schon immer schnell auf 180, wenn ihm was nicht passte. Und Luis war auch nicht immer einfach. Nervige Kunde. Ah ja. Wie gut waren Sie und Gero Zwick befreundet? Befreundet? Es ging eigentlich immer nur um das Geschäftliche. Geschäftlich? Gero, Martin und Luis waren ja ziemlich gut befreundet. Vor allen Dingen Gero und Martin. Die haben ja auch zusammen die App entwickelt. Und Luis kam dann später dazu. Und was genau hat Ihr Freund damals in der Firma gemacht? Marketing. Also so Kundenbetreuung und so. Also laut Ihrer Aussage von damals haben Sie ja von dem Streit zwischen Herrn Zwick und Ihrem Freund nichts mitbekommen. Ist das richtig? Mhm. Aber Sie haben doch bestimmt zu Hause miteinander gesprochen, oder nicht? Alter! Gleich gibt's eine Schelle! Entschuldigung, ich muss mal einmal, sonst schlagen die sich die Köpfe ein. Alles gut, ich melde mich bei Ihnen. Hey, jetzt hört mal auf damit! Ja, okay, tschüss mal. Ich melde mich bei Ihnen. Es gibt Neuigkeiten. Ja. 10 Minuten am Imbiss? Ja, ich habe immer noch Hunger. Gut, bis gleich. Na, hättest du mal ein Dürüm bestellt. Geht schneller als eine Currywurst. Uwe, du machst aber eine große Portion, oder? Ja, Robert, ich hab's verstanden. Also, die Aussagen von Carina Jahn und Martin Brunner decken sich nicht. Der Brunner verschweigt uns irgendwas, da bin ich mir sicher. Ja, sie aber auch. Erst war sie sich ganz sicher, den totgeglaubten Gero Zwick gesehen zu haben. Und jetzt auf einmal nicht mehr. Ist doch komisch, oder? Stellt sich nur die Frage, wer lügt jetzt? Ja, vielleicht beide. Du meinst, sie stecken gemeinsam unter einer Decke? Ja, was ist denn, wenn Gero Zwick gar nicht tot ist? Und das führt mich zu der Frage, Philipp. Wenn er wirklich noch lebt, war er inzwischen wieder bei seinem ehemaligen Geschäftspartner? Das deutet auf jeden Fall darauf hin. Ich bin gespannt, was die Aufnahmen der Überwachungskameras sagen. Ja, ich hoffe, die Aufnahmen sind gut. Was übrigens nicht gut ist, dass Uwe mit meiner Currywurst nicht klarkommt. Uwe, komm, jetzt gib dir noch bitte schnell seine Currywurst. Der ist völlig unterzuckert. Sorry, Jungs, aber ich habe auch eine andere Kunden. Ihr seid auch unterzuckert gut. Ja. Ach, hier, guck mal. Die Aufnahmen der Ü-Cam. Das ist nicht gut zu erkennen, der Typ. Es könnte mein Großonkel Jochen sein, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Der will auf jeden Fall nicht erkannt werden, ey. Jetzt wäre ein Vergleichsfoto super. Mhm. So eins hier? Philipp, hey, du Maschine, Alter, top vorbereitet. Das ist ja nicht, was du erwartet hast. Mach mal ein bisschen größer. Guck mal hier, der Leberfleck auf beiden Fotos. Hey, du hast recht. Gutes Auge, Kollege. Warum taucht er jetzt wieder auf, nachdem er ein halbes Jahr untergetaucht war? Das ist echt strange. Wir müssen so schnell wie möglich eine Fahndung raushauen. Und uns den alten Fall nochmal angucken. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Los, bevor der Typ wieder untertaucht. Ja, Robert, jetzt bist du dran. Super. Hey, auf was wartest denn du? Hey, dreimal darfst du raten. Es fängt mit Curry an, hört mit Wurst auf. Robert, komm, Alter, wir haben keine Zeit zu verlieren. Los, wir müssen mich auch noch Bescheid geben. Du hast ja auch schon gegessen, Mann, ey. Ja, Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Ach, Scheiße, ey. Hey, Philipp hat gerade angerufen. Anscheinend gibt's eine Aufnahme von Gero Zwick von der Verkehrsüberwachung. Schau mal, Leberfleck und Zeitpunkt sprechen jedenfalls dafür, dass er es war. Von wegen tot.
Das habe ich mir schon fast gedacht. Fahndung läuft? Ja, klar. Aber wieso bist du denn jetzt auf einmal wieder so sicher, dass er noch lebt? Ich habe mit den Kollegen gesprochen, die den Fall damals bearbeitet haben. Die haben ja auch die Wohnung von dem Zwick durchsucht. Hier, das Durchsuchungsprotokoll. Die haben alles gefunden, was ein Hobbytaucher so braucht. Nur an Anzügen war nur sowas dabei. Ein sogenannter Shorty. Einen langen Anzug, wie eigentlich jeder Taucher hat, war nicht dabei. Und das haben die Kollegen damals übersehen. Also hat er diesen Ganzkörperanzug unter seine Klamotten gezogen, als er gesprungen ist. Die Inszenierung seines Todes war aber gut durchdacht. Ja, da stellt sich nur eine Frage. Warum hat er telefonisch noch das Geständnis abgelegt? Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Nee. Ja? Alles klar, super, danke. Die Fahndung war erfolgreich. Gero Zwick wurde wieder in der Nähe seiner ehemaligen Firma gesehen. Ich sag direkt den Jungs Bescheid.